Déjà-vu! Ja, Freunde, das Remake zu Clone Noir Door to Phantomhal steht an. 2008 ist es erschienen und es hat so einige Neuerungen auf Lager. Unter anderem hat es eine deutsche Synchro abgekommen und die Grafik wurde auch schön hochgeschraubt. Was erwartet man? Okay, ich würde sagen, wir starten einfach durch und sehen dann selbst, was es so für Neuerungen hat. Ich benenne mich nach Steve. Wie in meinem ersten LP von Clone Noir. Ja. Automatspeicher deaktiviert, interessiert mich nicht. Oh ja, ich muss viel weniger reden in diesem Spiel, weil es eine Synchro hat. Also halte ich jetzt einfach mal meine Klappe und ihr hört das Intro. Wohin wohl? Aber ich hatte mal diesen einen Traum, an den ich mich sehr gut erinnern kann. Als wenn es alles gerade passieren würde. Tja, also es ist nichts unbedingt Neues dabei, es ist halt nur alles aufgebessert von der Grafik her und das kennen wir ja alles aus dem ersten Teil, also nichts Neues. Ich fand diese Synchro gerade so komisch, wie auch. Oh nein! Nein, nicht schon wieder! Das hatten wir doch alles schon einmal! Die Glocke läutet. Der Himmel verdunkelt sich. Ein Wind kommt auf. Und was kam danach? Was kam danach? Oh mein Gott! Ich weiß es nicht mehr! Ach ja, wir sind aufgewacht. Oh nein, dann heißt es doch auch... Ja, genau. Du warst wieder kein Traum. Tja. Alles ein Traum, außer diese blaue Kugel. Ach ja, und jetzt sieht man mal, was wenigstens dort abstürzt. Beim ersten Teil hat man es gar nicht so richtig erkannt, weil es so verpixelt war. Genau, es ist Lefise mit einem Raumschiff, mit diesem Mondgleiter-Ding. Im ersten Teil habe ich immer gerätselt, was das sein soll. Aber die alten Musiken, also die Soundtracks wurden schön übernommen, finde ich. Ach nee. Okay. Ja! Der Wind nimmt zu, Sturmbrise, das Winddorf. Okay. Also, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen. Grafisch ist es sehr viel besser geworden. Also das ist auch ein sehr riesiger Pluspunkt, finde ich. Aber was ich zu bemängeln habe, ist die Synchronstimmen. Nicht alle, aber die meisten passen erstmal gar nicht und zweitens haben sie gar kein Gefühl in der Stimme. Das werdet ihr noch später sehen, zum Beispiel wenn so eine richtige traurige Szene kommt, wie zum Beispiel, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich will nicht spoilern, ihr kennt es ja aus meinem ersten LP von Clone Noir, aber zum Beispiel wenn so eine richtige traurige Szene kommt, dann setzen sie halt sich nicht richtig ins Zeug und reden wie normal und nicht traurig, das finde ich irgendwie erbärmlich. Und ja, manche Synchros, wie die zum Beispiel von Clone Noir, nerven mich ein bisschen, weil irgendwie hört er sich wie ein Mädchen an, obwohl das doch eigentlich ein Junge ist, oder? Hm. Ach, egal. Wenigstens hat das Spiel eine Synchro gekriegt und das ist doch auch schon mal ein riesiger Pluspunkt. Aber sonst eigentlich wie das alte Spiel. Eigentlich, es gibt keine Neuerungen, nur zum Ende hin ein paar.
Ja. Aber die Synchro, die jetzt kommt... Ach ja, außerdem. Noch eine Neuerung. Wir haben 2 Herzen mehr als im ersten Teil. Keine Ahnung warum, aber komischerweise, wenn man mehr Herzen zur Verfügung hat, dann verschwendet man sie immer öfters. Ich zum Beispiel mache das sehr gerne. Naja, also nochmal zurück. Diese Synchro, die jetzt kommt, ist passt richtig, finde ich, zu Baloo. Hört mal hin. Hey, Jungs, wartet doch mal kurz. Hä? Hey, hier oben. Ich bin hier oben. Ich muss euch mal was fragen. Ja, dann frag. Ich bin gleich unten. Also wartet einfach kurz. Ah ja, nicht so abschreien. Ja, auch gesehen. Wurde doch nicht etwa beschädigt oder sonst was. Nee, nee. Du weißt nicht, wer sie ist? Sie ist die Sängerin, die das Lied der Wiedergeburt singt. Noch nie von ihr gehört. Die Jugend heutzutage hat keinen Sinn für Kultur. Fail. Ja, klar. Ne. Ja, okay. Schön dich kennenzulernen, Baloo. Ja, gleichfalls. Passt auf euch auf. Machen wir, danke. Und viel Glück mit deinem Turm. Danke. Also ich weiß nicht warum, aber ich finde, diese Synchro passt einfach irgendwie zu Baloo. Und was ich auch doof finde, in diesem Spiel hat irgendwie Klonoa sehr wenig Text. Also er redet ganz schön selten. Ist irgendwo doof, aber naja, was will man machen? War die Wahl der Entwickler. Und ich glaube, ich habe mal so ein bisschen im Internet gestöbert, zumindest in YouTube. Und ich glaube, ich bin wieder mal der erste Let's Player, der es auf Deutsch richtig Let's Playt. Es gibt zwar einen Durchlauf, also keinen vollen, aber so ein Spaßdurchlauf, den jemand mit der Kamera vom Fernseher aufgenommen hat, um das mal so ein bisschen zu zeigen, das Game. Aber sonst gibt es davon eigentlich nichts und... Demnach bin ich wieder mal der Erste. Ich will damit jetzt nicht angeben oder so, das kann sich so anhören. Aber ich finde es schon ziemlich cool, dass es so ist. Tja, ja. Da-da-da-da-da-da-da. Ach, der Soundtrack ist einfach nur so göttlich, finde ich. Yay, Leben. You got a life. Gut. Ah, die Elfe. Yay. Doppelte Punktzahl. Yay. Hey, wir haben alle 6. Das ging ja schnell. Ah, ich presse dich wie eine Wurst. Stirb, Kartoffel. Ja, ja, du bist keine große Nummer. Vision 1 geschafft. Jetzt steht da wenigstens geschafft und nicht so wie in Teil 1 löschen. Da haben sich die Entwickler wenigstens mal auch was gedacht. Ja, hier, alles geschafft. Hoho, ich bin so awesome. Nein. Aber das Spiel ist relativ einfach. Wie halt der erste Teil, ne? Es gibt nur zum Ende hin ein paar Neuerungen. Also in den Extras. Und die Karte sieht irgendwie cool aus, finde ich. Und was das ganz geil ist, was ganz geil ist, das muss ich euch mal aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, wie viele wir von den Viechern einsammeln oder befreien oder wie weit wir im Spiel voranschreiten. Aber je weiter wir halt kommen, desto mehr hört man von dem Lied der Wiedergeburt immer nach jedem Level. Ihr kennt ja das Lied der Wiedergeburt mittlerweile und
Ja, das würde man nach und nach den Leveln dann halt so hören. Das hört sich ziemlich cool an. Ich bin jetzt am überlegen, belasse ich es jetzt bei dem Part oder mache ich noch weiter? Ach, machen wir weiter. Auf geht's. Genau, Klonoa. Auf geht's. Werdet ihr noch mit dem Lied der Wiedergeburt hören. Ist ziemlich cool, finde ich. Die Sängerin und der dunkle König. In der Gastenmühle, oder wie sie sich nennen will. Ah, schade, so geht's nicht. Ich dachte, so würde es gehen. Naja, es geht ja eigentlich so. Bärsk. Kein Bedarf an dich. Ich kann das auch so. Dumme Fee, hau ab. So. Na, so. Wow. Na, so. Jut, 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 jut. Tadai. Oh, das habe ich jetzt gerade nicht gemerkt. Tschüss. Hallo. Tschüss. Und rein da. Oh, die rasante Draisinenfahrt. Mit einem Kohlewagen hinten dran. Cool. Oh, toll. Die Kohle ist abgeflogen. Der Wagen an sich ist abgeflogen. Oh mein Gott. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Nicht schon wieder, das hatten wir doch alle schon einmal. Ich will nicht schon wieder sterben. Bam, Alter. Voll gegen die Wand gesmashed. Ey, fies. Fiese Schwein. Na los. So, komm her. Was zum... Ey, ich hab doch voll gegen deine Fresse gesmashed und du weißt schon und so bla bla bla, ne? Gehe ich jetzt unten oder oben lang? Ja, ich gehe unten lang. Oder? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Nicht. Na. Oh Gott, nervst du, du kleine Pestbeule. So, drittes. Dumm. Hier kriegen wir, glaube ich, ein viertes. Kurz abspeiern. Oh Gott, fette Schwein. Dumm. Und tschüss. Ja, da kriegen wir das vierte. Klack. Na, da. So. So wollten wir es doch haben. Ach ja, schönes Spiel. Du. So. Tschüss. Tch, sie dachten, sie könnten sich mit mir betteln. Mit mir. Stellt euch das mal vor. Muhaha. So, gehen wir nochmal hier rein. So langsam endet aber auch der Part. Aber keine Sorge, es gibt ja auch einen zweiten irgendwann, ne? Oder einen dritten. Oder einen vierten. Und ich überlege mir, ich glaube, ich werde auf keinen Fall das Spiel in so vielen Parts durchspielen wie das erste Spiel von Klonoa. Also 16 Parts. Ich hab so das im Gefühl, glaub mir, ich hab so ein Gefühl, dass ich das nicht schaffen werde. Frag mich nicht warum, es ist einfach ein Gefühl. Es gibt keinen Grund, warum ich das eigentlich zu sagen habe, aber es ist ein Gefühl. Und wer kennt sie nicht, die sogenannten Gefühle? Was zum... Okay. So, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Hoch, so, knack. Yay, jetzt fehlt nur noch einer. Meow. Batz. So. Wow, der war knapp. So, den hier noch. So, und schon hätten wir alle. Aber so, mal auffüllen. So, töten. Und ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir dann durch diese Tür und bestreiten schon unseren ersten Bossfight. Ach ja. Es ist einfach ein schönes Spiel. Auch wenn die Synchro manchen Charakteren halt nicht passt. Aber was machst du da, Klonoa? Ach egal. An sich ist es einfach ein geniales Game geworden. Und ich würde sagen, aufhören zu plappern und wir sehen uns im nächsten Part, Freunde, dann. Ciao.